Herzlich willkommen zu diesem Video, wo es darum geht, jetzt mal zu verstehen, was ist das System, das Verbraucher in seiner Umgebung beim Auftraggeber. Unser System hat ja wahrscheinlich Nachbarsysteme, mit denen es reden soll. Wir brauchen da auch einen vollständigen Überblick, denn jedes Nachbarsystem hat eine Schnittstelle, die wir dann anprogrammieren müssen, die wir kennen müssen. Auch da müssen wir Leute um Erlaubnis fragen. Und deswegen ist es da wichtig, ein vollständiges Bild vom Systemkontext zu erhalten. Was ist die Systemumgebung? Es gibt ja Geschäftsprozesse, die das Unternehmen wahrscheinlich verfolgt für das Verarbeiten, und ein Teil davon wird von unserem System abgedeckt. Und jetzt müssen wir wissen, welche Teile sind das genau. Daraus ergeben sich dann auch die Nachbarsysteme, mit denen wir reden müssen. Wer sind die potenziellen Benutzer des Systems? Welche Leute greifen darauf zu? Das müssen wir wissen, und das würden wir auch modellieren in einem Kontextdiagramm. Also das heißt, was wir da wissen sollten, ist, welche Daten werden eigentlich von den Benutzern erzeugt, welche Benutzerdaten wollen die konsumieren, und also wie findet der Datenaustausch zwischen den Benutzern des Systems und dem System selbst statt? Und wir machen eine vollständige Liste von allen Nachbarsystemen. Was wir da wissen müssen, ist nicht nur, welches System ist es, sondern auch, welche Daten werden ausgetauscht. Wer ist für das Nachbarsystem verantwortlich, weil wir ihn oder sie möglicherweise um Erlaubnis fragen müssen. Oder wir müssen dann eine neue Schnittstelle bauen. Das heißt, nicht nur unser Projekt ist betroffen, sondern auch das Projekt, was das Nachbarsystem baut, weil auch da sind Aufwände, fallen ja an, um die Schnittstelle herzustellen. Auch das Nachbarsystem wird Release-Planung haben. Auch auf die müssen wir uns möglicherweise einstellen, denn vielleicht bauen die uns die Schnittstelle, die wir erst zum nächsten Release kriegen. Und das nächste Release kommt erst nächstes Jahr oder sowas. Also wir haben so Planungskonstraints drin, die durch das Nachbarsystem verursacht werden. Und um wirklich sauber durchzuspielen, was unser System tut, ist es wichtig, auch zu sehen, welche Daten kommen von den Nachbarsystemen rein und welche Daten müssen wir an die anderen Nachbarsysteme weitergeben. Also auch da braucht man ein vollständiges Bild. Wie kann man das jetzt erzeugen? Man kann, also ein klassischer Vorschlag dafür sind, es sind zwei Diagrammarten, die man verwenden kann. Das ist ein Umgebungsdiagramm, das Sie in der UML malen können, oder ein, wenn Sie ein Datenflussdiagramm malen, das ist jetzt in meinem Beispiel der Fall, dann malen Sie das System in die Mitte und malen die Nachbarsysteme drumherum. Also jedes Nachbarsystem und jede Benutzergruppe auch kriegt einen viereckigen Kasten, und Sie modellieren den Datenaustausch mit Hilfe von einfachen Pfeilen, und an jeden Pfeil werden die Daten rangeschrieben, die Sie austauschen. Hier mal ein Beispiel, unser Projekt Vorschlagssystem in der Mitte, und jetzt überlegen wir mal, was sind die Benutzergruppen, mit denen wir Daten austauschen müssen. Also das heißt, die Partner der Hochschule sollen mit dem System reden, die Coaches, die die Projekte betreuen, sollen mit dem System reden, und natürlich sollen die Studierenden mit dem System Daten austauschen. Also haben wir mal modelliert, wer sind die Nutzergruppen, die auf das System zugreifen. Dann das nächste, was wir uns überlegen, was sind die Nachbarsysteme? Das ist bei uns jetzt relativ trivial. Also das Projekt Vorschlagssystem könnte in GitLab neue Projekte anlegen. Es könnte, falls wir ein CRM-System hätten, die Daten ins CRM-System schreiben, also dass zum Beispiel die Partnerdaten dann ins Customer Relationship Management System mit übertragen werden. Wir brauchen eventuell Zugriffsdaten aus dem Berechtigungssystem, also müssen wir vielleicht eine LDAP-Schnittstelle anprogrammieren. Also ergibt sich da eine Menge von Nachbarsystemen. Dann haben wir mal eine vollständige Liste und einen Überblick darüber, über Nutzergruppen, Nachbarsysteme. Nächster Schritt ist dann, dass wir jetzt wirklich mal anfangen, so einfache Anwendungsfälle, Szenarios, Schritte von Geschäftsprozessen durchzuspielen. Zum Beispiel könnten wir mal überlegen, was macht denn ein Partner, um jetzt mit dem System zu reden. Also der wird wahrscheinlich sich irgendwie registrieren wollen und seine Adresse und Rechtsform übergeben. Dann sagt das Projektvorschlagssystem wahrscheinlich, gibt ihm die Registrierungsdaten zurück, und da kann der Projektpartner vielleicht einen Projektvorschlag in das System eintragen. Also was Sie jetzt machen, ist so Schritt für Schritt mal so ein paar Anwendungsfälle durchzuspielen, grobe User Stories durchzuspielen, dass Sie einfach mal so ein bisschen verstehen, wie der Datenaustausch mit dem System stattfindet. Und das könnte jetzt vielleicht Ergebnis von einem ersten Workshop sein, wo man so grob mal durchgespielt hat, was man mit dem System tun soll. Und dann haben Sie grob an den Pfeilen dann die Daten, die auszutauschen sind. Häufig findet man dann bei dem Durchspielen noch Daten, die man vielleicht vergessen hat, oder ein Nachbarsystem, was man vergessen hat. Was man dann noch machen kann, ist, jedes Nachbarsystem ist ein gewisses Risiko. Das heißt, eigentlich auf die noch zu schreibende Risikoliste wandern alle Nachbarsysteme zunächst einmal drauf.
weil eine Nachbarsystemschnittstelle können Sie ja eventuell nicht in der geforderten Qualität bekommen oder die kommt nicht rechtzeitig oder der Ansprechpartner erlaubt Ihnen gar nicht auf das System zuzugreifen. Sie können, vielleicht dürfen Sie nur lesen, aber nicht schreiben. Also insofern muss jedes Nachbarsystem auf die Risikoliste und von jedem Nachbarsystem müssen Sie einplanen, dass Sie mit den ganzen Verantwortlichen reden, dass Sie Schnittstelle definieren und so weiter. Also das heißt, das ist so ein ganz wesentliches Element für Ihre weitere Projektplanung, dass Sie eine vollständige Liste aller Nachbarsysteme haben. Das war es im Grunde schon. Die Frage ist jetzt, wie entsteht so eine Grafik vielleicht am Ende? Was sich wirklich anbietet, ist, falls Sie einen Präsenzworkshop mit dem Kunden machen können, vielleicht kann man es online nachmachen, ist, Sie nehmen wirklich einen Stift in die Hand, nehmen Whiteboard oder nehmen Stift und machen es auf den Tisch, malen das System in die Mitte und versuchen mit dem Auftraggeber zusammen zu entwickeln, was sind die Nachbarsysteme und die Nutzergruppen. Also das ist eigentlich eine Grafik, die entsteht in der Diskussion mit Stift und ein paar Leute vom Whiteboard. Das ist eigentlich die effizienteste Form. Denn nur in dem Workshop können Sie das Wissen aller anwesenden Leute nutzen und jeder Anwesende kann zu der Erstellung der Grafik was beitragen. Also wenn Sie es in Präsenz machen können, machen Sie es wirklich mit dem Stift am Whiteboard. Wenn Sie das remote machen, nutzen Sie vielleicht irgendein Maltool, auf das alle remote zugreifen können und dass jeder wirklich was zeichnen kann mit dem Remote-Tool. Also dass man irgendwie Miro verwendet beispielsweise, um so eine Grafik herzustellen. So, das war's bis dahin. Letztes Video kommt noch zum Thema Randbedingungen. Die darf man nicht vergessen und deswegen kommt da noch ein kurzes Video zum Thema Randbedingungen.